Ja, ey, Dings da, gestern, ich habe es ja angedeutet in der Gruppe, ja, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie weit man ausholen müsste. Die andere Situation, die wir in Rostock hatten, brauchen wir damit nicht vergleichen, auf jeden Fall. Ich hatte gerade, und ich habe es noch nicht erzählt, ich habe extra gesagt, ich habe mir gestern gedacht, ich musste dabei so lachen, weil ich dachte, das ist ja perfekt für morgen direkt. Also, ich habe euch dieses Bild gezeigt. Die ganze Geschichte ist die. Ich komme rein in dieses Zimmer und ich hatte mich jetzt, wir waren in Hamburg im Kempinski, ich hatte mich an die Badewanne gewöhnt als Teil meiner Abendroutine. Ich habe die letzten 3 Abende gebadet. Alle Abende gebadet. Ich habe mir beim Butnikowski, das Hamburger DM da, habe ich mir so eine Flasche Lavendelöl geholt. Immer Badewasser, Lavendelöl, 3 Tage am Stück. Und dann dachte ich mir, hey, ich würde gern weiter baden. Und ich komme hier rein, ich habe keine Badewanne. Dachte ich mir, ja, okay, hey, Fragen kostet ja nichts, sagt man ja so. Und ruft da an und ich hatte online auch geguckt und ich dachte mir, ja, vielleicht kann ich dabei ja auch direkt nach einem Upgrade fragen. Why not? Einfach so. Einfach so, einfach so. Naja. Und ich dachte mir, hey, vielleicht so, ist egal. Aber auf jeden Fall, falls es die Badewanne so nicht gibt, vielleicht gibt es in einem Upgrade. Ich wäre auch bereit, dafür die paar Euro mehr zu zahlen, wenn es so in einem Rahmen ist, so. Egal. Ich rufe da an, ich sage so, ja, haben Sie noch dasselbe Zimmer noch mit Badewanne? Die so, nee, ist alles weg. Und dann sage ich so, na, ein Upgrade vielleicht und so. Sag ich so, nee, wir sind komplett ausgebucht und geht gerade nicht oder bla bla, irgendwie so. Und dann sage ich so, okay, alles klar, dann ist es so. So, leg auf, geh aufs Klo, will pissen. Will pissen. Und es ist ein richtig gutes Hotel, das ich eigentlich mag, ich will den Namen nicht nennen. So, und sehe dann auf einmal diese Kackflecken an meinem Klo, einfach außen, diese AA-Flecken, einfach Kacke. Da hat jemand richtig Kacke gemacht. Ich glaube, die Person hat es auch so beschrieben. Ich habe Kacke gemacht. Ich habe hier richtig Kacke gemacht. Unglaublich in dem Hotel. Ich konnte es mir nicht ver. Also fette Flecken einfach an dieser Schüssel außen. So, ich erschreck voll. So, und ja, und dann hab ich das so gesehen. Ich so, fuck. Und dann musste ich schon lachen, weil ich dachte mir, ey, krass, ich werde jetzt wieder bei derselben Frau unten anrufen, nachdem sie mir die Badewanne und das Upgrade verneint hat. Und dann auf einmal zufällig dieser Typ hat Kackeflecken. Zufällig Kacke an meinem Klo. Zufällig Kacke. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, Alter, komme ich jetzt rüber wie der schlimmste Hotelgast, der so, Wow. ach, Upgrade geht nicht? Schauen wir mal, ob Upgrade nicht geht. Wollen wir Sie mal haben, sehen? wollen wir mal sehen. Sie haben keine Ahnung, was ich bereit bin zu tun, um ein Upgrade zu kriegen. Ich habe mich noch nicht kennengelernt. Ja, komisch. Komisch, dass ich hier anscheinend Ja. Das kann gut, nee, es kann gut sein, dass es keine Upgrades gibt, aber nicht für mich. Nicht für mich. Komisch, dass ich jetzt auf einmal halt, Ich hole mir mein Upgrade. ich hole mir mein Upgrade. Ich kenne keine Grenzen. Und ich musste so lachen. Ich so, ey, scheiße, ich mache jetzt diesen Anruf. Einfach 5 Minuten später. Ja, also, und ich habe es dann so angesprochen. So, also, Darf ich noch ey, kurz eine bitte. Detailfrage zu der Kacke stellen? Ja. Sah die noch frisch aus oder war das authentisch älter und Das war angetrocknet? authentisch älter. Okay. Also, Das ist gut für dich. ja, also, ja. Das wirklich Komische war, du hast es ja einfach in die WhatsApp-Gruppe reingepostet, in unsere. Nee. Und ich musste wirklich laut lachen auf meinem Zimmer, als ich das gesehen habe, weil ich dachte mir so, wie ist das möglich und wie kann man das dann einfach so lassen? Also, Ja. wenn das so passiert, weil die Scheißflecken waren ja außen an der Schüssel. Ja. Vorne außen für die Leute. Es war Vorne vorne außen, außen. vorne ja, außen. also das habe ich so noch nie gesehen, auch nicht in Berlin auf so einer City-Toilette. Also, und das ist Ja. hier ein Sternehotel. Nee, es ist gerade Das so, sind fünf nachdem wir in der Sterne Gruppe hier, oder? Ja, geschrieben ja. haben, ja, wir haben alle in der Gruppe geschrieben, ah, geil, angenehm, 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 und dann kommt das Bild von Ja, das stimmt. Wow. Kamus mit seinem Upgrade-Gesuch, ey. Ja, aber Da ist genau. jemand echt zu meinem Ja, Kacken abgerutscht aber oder sie so. muss sich Ich ja weiß. wirklich gedacht haben, ey, nee, das, so weit ist er nicht gegangen. Oder? Also Ja. für eine Sekunde hat er Ey, sich das gedacht. ich hab's mir sogar gedacht. Aber War ich hast du es das? direkt addressed? Ich glaube, Ja, ich hätte. ich hab's addressed. Ich meinte so, ey, also ich weiß, also mit dem Zimmer ist sonst alles okay. Also, aber, und sie meinte, und ich meinte so, ja, können Sie vielleicht jemanden hochschicken, so? Und sie meinte, ja, müsste ich selber kommen, weil die sind anscheinend, nur eine Person war im Hotel, so. Und, ja, und dann meinte ich so, ja, also, ja, es ist schon eklig. Und ich habe es dann auch addressed. Ich meinte so, also, es hat jetzt nichts mit voll, also, das Zimmer ist sonst, ich bin wirklich okay damit, dass ich keine Badewanne habe.
Hast du ihr dann gesagt in dem Moment? Ja, also ich habe irgendwie sowas in die Richtung gesagt. So, nee, ich bin wirklich okay. Also, ja. Und dann kam sie hoch und sieht es so und macht da die Kacke weg. Boah, sie musste es dann machen. Ja, sie musste es dann, sie ist dann mit so naja, ich stand dann so und sie kam dann so mit Desinfektionsspray. Naja, ich stand da nicht daneben. Ich habe dann das Badezimmertür zugemacht, so. Und dann habe ich aber kurz Zeit später so gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine, also ob ich dann nervig war, aber ich finde nicht. Ich meinte so, ey, so ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht wohl. Also gibt es irgendwas anderes, wo ich noch jetzt hingehen kann in diesem Zimmer? Weil ich weiß nicht, wenn da Kackeflecken am, was ist im Bett? Das ist einfach ein unwohles Gefühl auf einmal. Ja, total, ja. Ja, das dann, Witzige daran ist ja auch, dass du an deiner Tür so einen Desinfektionssticker hattest. Ja, hey, alle. Der ganze Raum ist desinfiziert. Ja. Und dann kommst du rein und dann siehst du diesen Scheißfleck. Genau, du musst Maske tragen. Übrigens, ich glaube, das ist eh ein großer Scam. Ich glaube nicht, dass sich hier alles desinfizieren. Nee, also ich glaube, steht dann, also das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber es gibt ja diese ganzen Sendungen auf Kabel 1, wo dann irgendwie immer so ein dicker Deutscher so welche Sachen mit so einem Pestizidspritzer rennen die so durchs Hotel angeblich. Ah, echt? Wenn die desinfizieren. Ah, okay. Aber ich glaube, das machen die wirklich auch nur, wenn Kabel 1 da ist. Okay. Ja, genau. Aber ihr kennt doch diese ganzen Sendungen auf Kabel 1, wo irgendwer was aufdeckt, was keinen interessiert. Ah, ja, ja. Also, da war so komische Geräte, die einfach so. Ja, das ist einfach so ein richtig langweiliger Spion quasi. Ja, so eine Privatperson mit einem zu großen Gadget-Koffer, ey. Genau. Und eben dieser besagte Typ, der war irgendwie, also der bastelt so ganze Betrügereien im Urlaub oder so, ja. Mhm. Und der war auf Malle und da hatten alle Firmen damit geworben, Autovermietungsfirmen, dass die halt desinfizieren. Ah, ja. Und dann war er da drin mit seinen ganzen Gadgets und mit seinen ganzen Kits und hat da geprobt und geschaut, also Dinge in eine Probe gestellt und dann in ein Labor geschickt und so. Und dann kam raus, nichts haben die da gemacht. Also einfach nur der Sticker war da. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass es am Ende auch hier so ist. Also ich glaube, die Kackefleck hat drauf hingewiesen. Ich finde es verrückt, das ist in Deutschland, das ist eine Fernsehshow. Ja. Das ist Unterhaltung in Deutschland. Ja. Gucken, ob alles sauber ist. Ja. Ich will jetzt wissen, wie es zu Ende ging. Ach so, ja, ey, das Interessante ist, ich habe dann das bekommen, was ich ursprünglich wollte. Einfach dasselbe Zimmer mit einer Badewanne. Da meinte sie, ja, gib doch ein Zimmer, der Gast kommt doch nicht heute Nacht. Und dann ihr habt euch beide belogen. Ja, also so und auf einmal gab's und jetzt habe ich noch gestern gebadet.